Meine innere Ruhe ist echt so geil. Und jetzt kann ich mir einfach merken, bis 19 Uhr. Denn, wisst ihr was? Bis dahin wollte ich halt aufnehmen und ja. Makabambaona? Meinst du? Meinst du echt? Meinst du Makauna? Ehrlich? Sag bloß. Und ich dachte, du laberst Kacke. Alter. Tut mir leid, aber wenn du wirklich Makauna meinst, ne, dann tut mir das leid. Ich glaube, wir haben uns die ganze Zeit falsch verstanden. Boah, ein Glück, dass ich mich nicht selber mit den Dingern verletze. Sonst wäre ich ganz leicht am Po. Boah, da kommt doch einer. Ah, Pisse! Lass mich hier wieder hoch. Alter. Vor allem meinte der irgendwie Blodo. Ich würde sagen, das heißt Blut. Da gibt es bestimmt auch noch so eine Übersetzung, was das alles heißen soll, wirst du sicher labern. Ach ja, ist bestimmt auch total angenehm, von so einer Granate zerfetzt zu werden. Alter, was sie hier schon überhaupt für Technologien haben. Oh, vielen Dank. Jetzt habe ich endlich meine Defibrillatoren wieder. Das heißt... Hey, jetzt habe ich endlich wieder meine Vibratoren wieder. Na, wo schießt denn einer? Seid ihr bescheuert oder was? Hör mal! Gott! Dass er sich auch bewegen muss, ne? Sieht schon wieder so nach Asika aus. Ich wette, ich könnte ihr in einem Satz runterspringen und mich dann einfach unten wiederbeleben. Oh, meine Nase. Die läuft irgendwie ein bisschen. Nix ist! Kriegst nix umsonst, wollte ich sagen. Wollen wir uns mal hier die kleinen Häuschen angucken. Bisschen Graffiti, paar Hände. Aber was sind denn das für fette Finger? Gott, haben die Wurstfinger, die Viecher. Und ich hoffe echt, ich werde jetzt in diesem Part noch damit fertig. Obwohl, ich könnte ja eigentlich auch ein bisschen mehr machen direkt, weil... Wie gesagt, ich möchte fertig werden und... Ich möchte halt bei Steam gucken. Naja. Ach, klar. Ein Glück, dass ihr die ganze Zeit hier irgendwelche auf explosiven Fässer lagert. Alter, der bewegt sich nicht und ich treffe ihn nicht. Ich find's krass, was die für eine Combat-Ausbildung haben, ne? Ich brauche 80 Milliarden von diesen scheiß Granaten, um den zu treffen. Ja, siehst du? Hättest drüber springen müssen, Kollege. Boah, stell mal vor, die wären echt so, dass sie jedem Schuss ausweichen können. Einfach nur, weil sie es können. Und ich möchte wissen, was ich mit diesem scheiß Filtrit jetzt machen soll. Warte, komme ich hier lang? Nein, das heißt, ich gehe da besser nicht über diese Leiter. Hier spricht
spricht Präsident Davis. Sie, Hugo Davis. Hugo Davis war doch der aus sind die letzte Red Faction. Hoffnung für die Zukunft. Ah, sind die wieder drin, sie überleben der Menschheit. Keiner. Niemand weiß, was sie nach dem Erwachen erwartet. Keiner. Doch vergessen Sie nicht, Sie und diese Archen sind das Einzige, das uns von der vollständigen Vernichtung trennt. Das war das Alien irgendwas? Und begleitet Sie. Gute Reise. Tarzan. Ah, das ist eine Maschine, mit der dir gerade runtergekommen ist und die benutze ich jetzt, um nach oben zu kommen. Ach, eine Art Motorrad, das ist ja geil. Muss ich jetzt auch noch schießen oder was? Nö. Ich lasse mich jetzt einfach erschießen von den Gegnern. Was er für dünne Arme hat. Der hat ja fast so dünne wie ich. Ich habe auch total dünne Ärmchen. Einfach nur, weil ich dünn bin. Außerdem kann ich alles essen, was ich will. Ich werde nicht fett. Zum Beispiel, ich esse gerne Toastbrot, was halt mit Margarine bestrichen ist. Halt, nachdem es direkt aus dem Toaster kommt, damit das schön schmilzt. Mit, Gott, ich kriege schon wieder Hunger. Mit Chili con Carne. Con Carne heißt mit Fleisch. Also Chili, wo einfach ein bisschen Hackfleisch drin ist. Oder ein bisschen mehr, je nachdem. Dann noch mit Frikadellen. Also noch mehr Fleisch. Maka. Und mit... Und mit Schinken. Also noch mehr Fleisch. Und mit Ketchup. Wo ist denn Gegner? Okay, den kann ich jetzt einfach steuern. Boom! Das hört sich gerade an wie ein Hühnchen. Zack. Atta! Was Atta? Nix Atta! Wie war es das? Cool. Oh, erstmal strecken. Weil Rücken. Ja, finde ich doch gut. Quicksave, wie immer. Und, oh, mein Fuß. Ich habe jetzt schon wieder 6 Parts aufgenommen. Wenn der hier fertig ist zumindest. Und diese Parts, die wurden echt super geschnitten. Ich meine, ich habe nicht wirklich auf die Uhr geguckt, einfach die innere Uhr. Die stellt sich ja nach einer Zeit. Halt, jetzt auf 15 Minuten pro Part. Und, warte. War das nicht das Auto, was ich im ersten Part schon haben wollte? Beziehungsweise das, was ich im ersten Part haben wollte? Was ist das denn? Oh Gott. Okay, noch ein Gefängnis. Ich wette, da müssen wir gleich hin. Beziehungsweise ich glaube, da müssen wir gleich hin. Denn ich weiß ja schon, wo die nächste Karte ist. Und ich möchte einfach schon mal sozusagen damit 100% haben. Guck mal, jetzt hätte ich mir den Sprung holen können. Das wäre nur noch besser gewesen. Bla. Wisst, was ich meine. Meckert nicht. Ach ja, aber meine Theorie hat sich bestätigt. Die sage ich jedoch erst im letzten Part, wenn ich sie nicht vergesse. So. Bring den Decoder zu Lassard. Stopp. Lassard ist in die Richtung. Ach ja. Dann hoffe ich mal, ich kriege jetzt nicht nochmal den Bug. Obwohl, das war doch eigentlich ein geiles Ende für ein Part, oder? Na okay, war ja nicht wirklich das Ende. Ich habe ja noch ein bisschen weitergemacht. Aber ich fand's lustig. Ich glaube, hätte ich da unten noch einen Quicksave gemacht, dann wäre ich total im Arsch gewesen. Beziehungsweise, es gibt ja noch die normalen Saves. Und die normalen Saves macht er ja nur an den bestimmten Plätzen, wenn man halt in eine neue Stadt kommt oder gute nochmal Arbeit. In eine Stadt kommt. Gib mir eine Sekunde, um die Daten zu analysieren. Okay. Ah, ja okay, das war aber weniger als eine Sekunde. Hey Captain, sehen Sie mal. Unglaublich. Du komm mal her. In der Tat. Ach so, du hast dann genau Bilder. Darauf haben wir gewartet. Das ist ganz einfach der das Schlüssel sind die zu allem.
Hier sind Standort, Codes und Wiedereintrittszeiten aller vergrabenen Archen auf der Welt. Vergraben diese Daten sind eine zweite Chance für die Menschheit. Vielleicht auch unsere letzte. Damit treffen wir den Kern der Regierung. Wir befreien mit den Daten deines ID-Drives alle Archen, die die Regierung unter der Erde begraben hat. Jahrelang haben wir Pläne geschmiedet, um jemanden nach Capital Prime einzuschleusen. Direkt ins Herz des Ungetüms. Doch für einen tödlichen Schlag waren wir bis heute zu schwach. Wenn es eine Zukunft gibt, dann beginnt sie heute. Und mit ihr der Krieg. Zuerst müssen wir ins Ostland eindringen und das geht nur, wenn wir die Sicherheitsbrücke der Regierung zerstören. Geh zu Portman. Er hat schon einen Plan dafür. Mir ist kalt. Warte, du bist Portman, oder? Ja. Jetzt können wir die Regierung angreifen. Darauf habe ich gewartet. Bist du bereit? Nein, bin ich nicht. Ach so. Die Daten auf deinem ID-Drive sind ein Geschenk des Himmels. Okay, cool. Aber wir müssen... Ja, aber ich muss Munition kaufen. Leck mich. Und nach dem Munition kaufen ist es 19 Uhr und der Part ist vorbei. Und dann wird erstmal Steam down sein, einfach nur weil so viele versuchen auf diese Herbst-Sales zuzugreifen. Und sobald dieser Part oben ist, Leute, ihr habt die Herbst-Sales verpasst. Toll, dass du Starkey geschlagen hast. Er ist so ein Idiot. Ach, halt die Fresse. Hey! Wegtreten! Zurück, Peyton! Zurück, Peyton! Ja, schubst mich doch! Zurück, Peyton! Zurück, Peyton! Mit der Regierung in der Stadt und ohne Redstone... Du klaust mir nicht meine Deals. Du weißt schon, wer arbeitet. Viele unterstützen dich und sie, also sei vorsichtig. Ich kriege immer neue Angebote rein, komm wieder vorbei. Ich arbeite für gar keinen. Wer fehlst du? Ich weiß überhaupt nichts. Ich meine, hallo, ich werde hier reingeschmissen. Ach, letzter Part, so. Wenn ich's nicht hab, brauchst du's nicht. Was suchst du? Scharfschützmunition, ein bisschen... Schrotmuni habe ich genug. Splitter, Fatboys. Ihr werdet gleich schon verstehen, warum ich mir die hole. Pulsschüsse. Bla. Okay, Call. Dann möchte ich von jedem mindestens 10 im Inventar haben. Außer von dem. Weil damit kann man nur Bandagen machen. Ja, davon habe ich ja eh genug. Achtung an alle Bürger. Die Dinger brauche ich nicht. Oder was ist das? Ich glaube Hypnose, oder? Egal. Das brauche ich auch nicht. Das auch nicht. Das sind die Giftdinger. Ach, das sind die EMP-Bolzen oder was? Weiß ich nicht, ist mir egal. So, davon habe ich auch noch und... So, jetzt gucke ich mal kurz, was das Ding war. Das war auf jeden Fall was hierfür. Oder? Nee. Was schießt denn solche ekligen Dinger? Warte. Ich könnte ja auch einfach mal bei Bauen gucken. Ja, das war aber nicht Bauen, sondern die Quests. So. Ach, mein Auge. Das war das nicht. Das war das. Verstärker. Okay, braucht doch kein Schwein. Immer ein Vergnügen, Süßer. Dann baue ich mir jetzt am besten noch ein bisschen was. Dynamitbolze. Ne? Wäre natürlich auch geil, aber... Ach, ich habe sogar 27 geil. Wingsticks brauche ich nicht. Selbstschussanlage. Habe ich noch zwei im Inventar? Brauche ich also nicht. Zack. Zack. M-Granaten habe ich noch 12 im Inventar. Bombenautos habe ich noch 2. Oh Gott, habe ich davon viel. So, hiervon muss ich noch ein paar bauen. Ich meine natürlich, ich kann das auch noch mitten im Comet machen, aber... es ist 19 Uhr. So, gut, das sollte reichen.
Jetzt mache ich mal einen Quicksave. Und jetzt gucken wir einfach mal eiskalt zusammen bei Steam. Hier ist meine Maus. Dazu muss ich einfach auf ein Spiel klicken. Lalalala. Das war noch damals, als dieses Summer Camp war und die Errungenschaften da waren. Ja, Age-Check, halt doch die Fresse. Ich könnte euch ja mal meine Screenshots zeigen. Haha, Tabs öffnen. Ich mag den Browser. Das ist der Startbildschirm, wenn man Beat Hazard startet. So, Top-Artikel. Hier, Warnung! Fotosensitive epileptische Anfälle. Dieses Spiel benutzt den ganzen Bildschirm betreffend schnelle wechselnde Lichteffekte. Ja. Borderlands Screenshot, das ist Homefront, einfach nur ein gutes Match. GTA 4 bestimmt wieder irgendein zerdrücktes Auto. GTA 4 ist immer irgendein zerdrücktes Auto. Ja, es kommt gut hin. Und das hier war einfach nur für das Achievement. So, Sanctum, Back to the Future, will ich alles nicht haben. Da, GTA 4, kann ich euch echt nur empfehlen. Vor allem für 7,50 €. Ich habe mir das damals für 7,50 € gekauft. In diesem Doppelpack. Huch, da fehlt ein Spiel bei den 12. Das... Nein, nix konnte nicht geladen werden. Puh. Nein! Fick dich. Achso, ich könnte ja auch einfach hier drauf. Zack. Steam Browser. Du sollst das hier öffnen. Hallo. Achso, Steam Community. Die Startseite war, glaube ich, steampoveret.com. So, scheint richtig zu sein. Hör mal. Lad jetzt. Lad jetzt. Wenn du mich jetzt verarschen will, ne? So. Ja, okay. Irgendwas scheint da nicht so ganz zu stimmen. Achso, und die Seite lädt immer noch. Bäh. Na, dann machen wir das doch so und die laden wir nochmal neu. Ja, ich gehe gerade mit euch in den Steam-Browser. Übrigens, hiernach werde ich wohl nur noch beenden, obwohl, wo stehe ich gerade? So, ja. Ich habe ja nur Zeug gebaut. Deswegen bin ich ja jetzt fertig. Okay, das will er irgendwie nicht laden. Gucken wir mal bei den Topsellern. Na, wer hätte gesagt, L.A. Noire. Na, also, war ja gestern runtergesetzt. War auch gut. Habe ich mir aber trotzdem nicht gekauft. Portal 2, ja, klar, gutes Spiel, aber ist scheiße, wenn man das alleine zockt. Jetzt braucht das wieder eine halbe Stunde zum... Refreshen. So, hier, bei Call of Juarez fand ich das halt scheiße, dass es jetzt nicht mehr so ein Western-Shooter ist, sonst hätte ich mir den auch auf jeden Fall gekauft beim Release. From Dust habe ich auch. Ich fand es einfach so kacke, man konnte dazu so schlecht kommentieren, es war viel zu eintönig. Nur das letzte Level, weil es so eine Art Freeplay war. Aber Ubisoft, ihr seid einfach geil. Sobald man die anschreibt, zwei Tage später hast du eine E-Mail, hast eine Antwort halt. Ich habe halt gefragt, ob ich das Let's Playen darf, aber... Es war noch zu Zeiten Saboteur. Es hat mir echt nicht gefallen. Also, hätten sie besser machen können. Und den Rest habe ich halt noch nicht gespielt. Hier von den Topsellern, Anno, ja, werde ich mir wohl auch nicht kaufen. Außerdem ist es total teuer, finde ich. Ich meine, okay, 50 € und 55 € ist jetzt kein großer Unterschied trotzdem. 50 € reicht eigentlich. Aber trotzdem, ich hätte es mir dann auch nicht gekauft. Sonst würde ich mir auf jeden Fall die Assassin's Creed-Reihe kaufen. Ja. Hier, Topseller hat er mal geladen. Ghost Warrior war gestern mein Angebot für 5 €. Beziehungsweise heute noch halt bis vor 17 Uhr. Orcs Must Die werde ich mir auf keinen Fall holen. Das ist viel zu doof. Da kann man sich auch dieses... Ach, wie hieß es? Dungeon Defenders holen. Das hat wenigstens Multiplayer. Naja, wer bis jetzt noch dran geblieben ist, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part und
ihr dürft mir jetzt von mir aus nochmal zugucken, wie man das Spiel beendet. Verlassen, annehmen. Enter drücken. Spiel verlassen. Und auf Ja drücken. Bis dann.